So, hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 174 und keine besondere, nur ich benutze hier nochmal den Stereoton des iPhone 10s Max, also ich nehme jetzt mit der Kamera-App auf, mit der Kamera-App vom iPhone und ich habe, ja, und werde das in MP3 umwandeln und somit einfach habt ihr mal den reinen Stereoton mal wieder. Habe ich eine Weile nicht verwendet. Habe das iPhone auch aus der Tasche rausgenommen, damit kein Bereich irgendwie groß verdeckt ist. Ne? Und damit wir auch keine Störgeräusche haben. Das bedeutet also, egal wie ich das iPhone jetzt halte, ich kann überall reinsprechen. Alle Mikrofone sind soweit aktiviert. Also zumindest, naja, alle nicht. Das untere ist ja nicht aktiviert, aber die beiden Mikrofone oben, also im Hörer und in der Kamera, sind jetzt aktiviert. So. Und dadurch haben wir jetzt einen Stereoton. Und ja, kann man mal auch verwenden. Muss man halt umwandeln dann, wenn man kein Video haben kann. Und schon klar. Ja, und das finde ich einfach eine sehr gute Einstellung. Ist mal wieder was anderes. Und ja, VoiceOver habe ich auch ausgeschaltet, denn VoiceOver würde jetzt natürlich dazwischen quatschen. Also von wegen rechts nach rechts neigen und bla bla bla. Und das tut es jetzt nicht mehr. Ich lege mal kurz das iPhone weg. Das heißt, jetzt müsste gleich mal ein Mikro verdeckt sein, nämlich das bei der Kamera. Ich muss hier nicht gerade das Magnetteil wieder einstecken ans Ladegerät, so erledigt. So, jetzt nehme ich das Handy wieder in die Hand. Also, der einzige Nachteil ist jetzt natürlich, die Kamera verbraucht etwas mehr Akku und das Gerät wird schneller warm. Ja, ich habe ja auch nur das iPhone 10s Max, ich weiß nicht, ist es beim 12er oder beim 12 Mini oder so ist, da ist es vielleicht ein bisschen besser optimiert, aber ja, die Kamera-App ist halt ein bisschen umfangreicher, aber man kann einfach auch mal den Stereoton benutzen. Ja, und das finde ich sehr, sehr schön. Also, der Stereoton kann natürlich nicht mit einem Olympus mithalten und auch das Showmotiv klingt natürlich, wenn man es gut einstellt, wesentlich besser, zumal man ja auch mit dem Equalizer vom Schuhe ja auch eine Menge machen kann, noch ein paar Höhen reinmachen, aber ich sag mal, ja, damit ihr es einfach nochmal hört, den Stereoton. Ja, ich finde den Stereoton vom iPhone 10s Max ausreichend. Man muss halt schon etwas nah am Mikro ran. Also ich meine, wenn ich jetzt zu weit weggehe, dann ist da auch diese Geräuschunterdrückung irgendwie an und dadurch klingenden Geräusche, die von außen kommen, etwas gedämpft. Und das ist natürlich für eine Direktübertragung, also jetzt für die Stimme, ganz gut. Dadurch hat man ja auch wenig Rauschen. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn man jetzt wirklich eine Rundumaufnahme macht, also eine Raumaufnahme, dann ist das mit der Kamera-App schon sehr schwierig. Dann müssen die Signale schon sehr laut sein. Und ja, aber ansonsten kann man die den Stereoton schon verwenden. Ja. Das nochmal als kleines Beispiel. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.